Moin Moin, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Eine weitere Folge Neologismus wartet auf euch und ihr seid bestimmt schon sehr gespannt, um welche Begriffe es heute geht. Beide Begriffe sind diesmal keine Neologismen, sondern es gibt sie tatsächlich und es gibt auch wirkliche Erklärungen für sie. Der erste Begriff, den mir die Leute heute erklären sollen, heißt Bockfieber. Oh. Bockfieber? Die Biersorte. Was? Das klingt wie eine Biersorte. Bockfieber. Ja, also ich ich muss ehrlich sagen, mir kommt da eher was Perverses in den Kopf. Ich wollte gerade sagen, ist das... Also, ja, wenn man so im, keine Ahnung, im jugendlichen Alter ist oder so und dann langsam in die Phase kommt, wo das andere Geschlecht oder so interessant wird und dann ist man so im Wahn. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen. Klingt zwar jetzt blöd, aber Bockfieber. Das kann ich mir nur irgendwas mit einer Ziege vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gesagt, irgendein Ziegenbock, der ja. So voller Adrenalin oder Aggression ist und nicht mehr weiß, was er tut und irgendwie quer durch die Welt rennt und ja. Gar nichts mehr so mitkriegt, hätte ich jetzt gedacht. Bockfieber. Geil. Bockfieber. Ja, Fieber ist ja so... Ja. Oder es ist ja eine Krankheit. Eine Krankheit kann es auch sein. Tierkrankheit, die vornehmlich Ziegenböcke bekommen. Was anderes ist gar nicht... Das ist echt ein komisches Wort. Bockfieber. Das ist selbstverständlich eine Erkrankung von Rindern. Nein, von weiblichen Ziegen. Nee, männlichen so, Ziegen. Kennt ihr das? Wenn ihr ein neues Spiel spielt und das macht euch so viel Spaß und ihr wollt unbedingt was draus cosplayen, ihr habt einfach so Bock, da werdet ihr richtig krank von, dann ist das Bockfieber. Darf man das Wort sagen? Achso, das ist eine schöne Erklärung. Das ist eine richtig schöne Erklärung. Aber mit Cosplay hat es leider gar nichts zu tun. Allgemein Bock. Egal. Ja. Ist es, also ich meine auch eher allgemein, wenn man richtig Bock auf was hat. Also im zum Beispiel auf Bockwurst. Das ist das Fieber, das man kriegt, wenn man lange keine Bockwurst mehr hat. Das haben vor allem Veganer und Vegetarier. Ganz schlimm. Ja, die haben häufig schlimme Ausbrüche von Bockfieber. Ja. Die gehen zusammen meistens einher mit Mumsröteln oder Maserpocken. Ja, und wenn es richtig schlimm wird, dann wird es das Wiener Pocken, sieht man mal. Die kann man nur mit einem Wiener Schnitzel. Ja, genau. Oder mit Wiener Würstchen. Oder mit einer Senfimpfung. Ja, aber. Ja, aber die muss im Vorfeld durchgeführt werden. Ja, genau. Das ist dann nur verbessert. Man braucht dazu Medizin. Jetzt denke ich an den Maibock. Ich habe eher an dieses Sportding gedacht. Ja gut, da habe ich mir meinen mittleren Knochen beigebrochen. Ja guck, und davon hattest du dann Bockfieber. Ja, da hatte ich Bockfieber. So wenn man so betrunken ist vielleicht, Maibock, zu viel getrunken und dann Fieber. Ja. Oder wenn man auf was heiß ist oder so. Okay. Ja, also wir sind jetzt beim Alkohol. Alkohol. Wir sind beim Sport. Bei der Ziege, bei dem Ziegenbock. Okay, was ist da das Bockfieber? Vielleicht wenn man extrem Angst vor, irgendwie sowas wie eine Phobie oder sowas. Oder ein Fetisch. Ziegenfetisch. Oh, Caro. Ein Ziegenfetisch. Ein Ziegenbockfetisch. Okay, dann macht man es da mit den Hörnern oder wie? Ja, das will ich ja nicht wissen. Das war nicht die Frage. Sehr viele schöne Erklärungen. Leider war die richtige nicht dabei. Bockfieber ist ein Gemütszustand, und zwar der Gemütszustand eines Jägers. Wenn er da auf seinem Hochsitz sich befindet und darauf wartet, dass ihm irgendwas vor die Flinte läuft, was er erschießen kann, und dem auch tatsächlich so ist, dann kann es sein, dass er so nervös wird und so aufgeregt ist, dass dieser Zustand kann bis lange nach dem Schuss anhalten. Ja? Das nennt man dann Bockfieber. Mal sehen, ob jemand mir den zweiten Begriff erklären kann. Und zwar richtig erklären kann. Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Er lautet Inselhaube. Inselhaube? Das ist so eine Verdeckung für so eine Insel. Das ist eigentlich so ein Freizeitpark. Und wenn es dann halt regnen sollte, dann gibt es da so eine riesige, bombastische Insel, wie bei Dragon Ball oder so, die dann mit so einer Heupelkapsel nach oben geschmissen wird und dann ist es Nein, das ist keine Heupelkapsel. Das wird in der Mitte hochgefahren.
Da ist so eine Stange ganz in der Mitte des Freizeitparks, die wird hochgefahren. Das ist wie ein Regenschirm, der dann aufgeht und zur Seite geht. In Regenbogenfarben. Ey, Leute, 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 wow, 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 warte das mal, warte mal. Eine Inselkappe. Ja, ernst, ich würde einfach nur sagen, das ist eine Haube. Ja, eine Inselhaube. Ich würde einfach nur sagen, das ist einfach nur der höchste Hügel. Und das ist dann die Inselhaube. Aber ein Hügel ist eine Hügel. Ja, aber dann nennt man das auf einer Insel. Das ist ein Hügel auf einer Insel. Eine Haube ist etwas zum Abdecken. Das ist eine Badekappe für eine Insel. Ja, oder so. Das ist eine Badekappe für eine Insel. Eine Badekappe für eine Insel. Mhm. Wer ist dafür? 4 Stimmen. Es hat den Ursprung in Bahamas. Die Menschen, die dort leben, haben ein Fest, wo sie einmal im Jahr so eine Haube aufsetzen. Und Unbekannte, das ist eben das richtige Wort dafür, ist eben zu schwer. Deswegen hat man es umschrieben und hat einfach gesagt, ja, das heißt einfach Inselhaube, weil es eben für Außenstehende eben leichter zu merken ist. Das ist eben, sag ich mal, so ein traditionelles Haube, sag ich mal, so ein Schulfest in den Bahamas. Also sind wir quasi im Kopfbedeckungsbereich. Genau. Ja. Schade. Da sind wir leider nicht. Nee, fällt dir auch nichts ein? Ich bin total unkreativ in sowas. Da wird mir jetzt erst ein Vogel einfallen. Ich hätte jetzt gedacht, eine Insel mit Baumkronen. Okay, was für ein Vogel? Ja, ein Vogel, der irgendwie merkwürdigen Kopfschmuck hat. Okay, also meinst du, wir sind im Tierreich? Kopfschmuck. Also meinst du, wir sind bei Tieren? Ja. Schade, da sind wir nicht. Du hast noch nichts gesagt. Also, es könnte eine Insel sein, die aussieht wie eine Haube. Und so heißt die Insel auch. Also so rund. Ja. Ist die bewohnt? Nein. Die wurde noch nicht entdeckt. Im Stil von The Dome, eine Kuppel über einer Insel. Vielleicht bei einer Inselgruppe, so wenn sich da oben was bildet. Das könnte aber vielleicht eine Art Hut sein, extra für Inseln. So eine Inselhaube. Die Inselbegabung, nur Inselhut oder was? Ja. Aha. Das wäre jetzt so das Erste, an was ich gedacht habe. Das ist so eine spezielle. Ja, mein erstes war halt wie so bei Under the Dome, so eine Kuppel über einer Insel. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber wie soll man dann zu der Insel kommen, wenn da. Mit einer Tür. Eine unsichtbare Tür. Ja, so musst du die Schranke öffnen. Nur die Auserwählte. Wenn du der Auserwählte bist, darfst du das. Ja. Okay, aber warum sollte die Insel eine Kuppel haben? Was für einen Zweck hat die Kuppel? Die Insel ist zu Testzwecken da. Genau, das hätte ich jetzt da auch gedacht. Da wird irgendwas ausprobiert. Entweder wird da eine künstliche Utopie versucht zu erstellen oder man hat da irgendwelche Testsubjekte. Man züchtet irgendwelche Dinos zum Beispiel. Ja, Dinos. Dinos sind gut. Weil Kuppel, Flugdinos und so. Nicht so cool. Würde schon gehen. Da Dinos ja ausgestorben sind und so, die müssen halt, ne, es darf dann nicht spezielles Klima. Genau, spezielles Klima und alles. Okay. Ja. Hört sich deswegen, so gut an. Deswegen sollte die Insel eine Kuppel haben. Ja. Genau. Das heißt, wir können uns in Zukunft schon mal auf eine Dinosaurier-Invasion einstellen. Das wäre nice. Ja, warum nicht? Inselhaube ist was ganz Einfaches. Es gibt ja Küchen, in denen das Kochgerät, also der Herd, in der Mitte des Raumes steht. Logischerweise muss sich dann auch über diesem Herd in der Mitte des Raumes die Dunstabzugshaube befinden. Und das Ding nennt man dann Inselhaube, weil es oben an der Decke klebt wie eine Insel. Ich hoffe, ihr habt euch heute amüsiert, Spaß gehabt, ein bisschen gelacht eventuell. Dann habe ich mein Ziel schon erreicht, was ich mit diesem Format erreichen möchte. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch.